Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben verrückten Seelen da draußen. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mad Mina und heute machen wir weiter mit dem Platinum Trophy Guide in Lies of P. Sollte euch dieser Guide weiterhelfen und gefallen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Also dann, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Spaß beim Trophy Hunt. Meine Lieben, denkt daran, hin und wieder eine Schallplatte abspielen zu lassen, damit ihr etwas menschlicher werdet. Wir werden nun die schicke Venini-Sammlung, welche wir das letzte Mal erhalten haben, bei Pulcinella abgeben und entsprechend erweitert sich das Sortiment. Kauft auf jeden Fall die Waffe, also den Pistolensteinbohrer, sowie die beiden neuen Amulette, das Amulett der blauen Wächterschaft sowie das Transformationsamulett. Alles andere ist optional. Denn neu können wir jetzt noch weitere Fütterungen sowie zusätzliche Schleifsteine kaufen. Das Transformationsamulett erhöht den Skill-Fortschritt um 4 Level. Das Amulett der blauen Wächterschaft erhöht unsere maximale Menge an LP, Ausdauer sowie die Legionswaffe. Und das werden wir jetzt gleich mal ausrüsten. Sowie den Korrosionsbeständigkeitskonverter. Zusätzlich können wir nun noch die neue faserverstärkte Fütterung von Arch verwenden. Dann reisen wir zurück zum kahlen Sumpf. Thank you.
finden uns nun in der Schlucht des kahlen Sumpfs, öffnet hier auf jeden Fall die Abkürzung und dann widmen wir uns einer weiteren Kiste, um einen zusätzlichen Legion-Kaliber zu erhalten. Schaut, dass ihr genau auf den Balken springt mit dem Item, weil die restlichen Bretter links und rechts davon werden einstürzen. Ja, und dann teleportieren wir uns gleich nochmal zurück zum letzten Stargazer. In diesem Gebiet erwarten uns nun auch wieder ein paar Schmetterlinge und Fallen, also Kugeln, die euch überrollen werden, wenn ihr nicht entsprechend ausweicht. Also seid da vorsichtig, wenn ihr versucht, die Schmetterlinge einzufangen.
Da hinten in der Höhle befindet sich ein riesiger Berg. Deshalb werden wir zuerst die Abkürzung freischalten gehen, indem wir die Leiter herunterstoßen. Und solltet ihr zu diesem Zeitpunkt nicht mehr genug Lebensenergie zur Verfügung haben, möchte ich euch empfehlen, euch erst kurz auftanken zu gehen beim gleich darunter befindenden Stargazer. Wir erhalten eine weitere Kartusche, die Störungskartusche von Ach.
In dieser Kiste befindet sich eine weitere Waffe, der Stadtlangspeer. Wenn ihr gerne mit Speeren kämpft, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen einmal auszuprobieren. Ja, und dann, meine Lieben, erwartet uns ein ziemlich großer, ulkiger Clown. Auch wieder eine Puppe, weshalb ich euch empfehlen möchte, kurzfristig den Elektrospulenstock auszurüsten. Zur Belohnung erhalten wir das Sprungamulett sowie einen weiteren Dunkelmond-Mondstein des Bundes. Ja, meine Lieben, nun ist es endlich soweit. Wir können die Abkürzung zum letzten Gebiet öffnen, in welchem sich die zwei Puppen der Zukunft befunden haben. Also, wenn ihr euch dazu entschieden habt, diese erst später zu bekämpfen, dann wäre das jetzt die Gelegenheit dazu. Vergesst einfach nicht, vorher noch oben im Turm den Bombardier zu beseitigen.
came from the direction of Krot Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Nun treffen wir auf Hugo, geht mit ihm den ganzen Dialog durch, damit ihr anschließend die Fahndungsnotiz sowie ein weiteres kryptisches Gefäß erhaltet. Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Life is short, and life in Krot is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. You never heard of Alidoro? He's a treasure hunter and one of the best. And unlike a lot of the riffraff in Krot, he's not a thief. He's a pro who excavates antiquities methodically. And professionalism is important when you're talking about Ergo. Just mention Ergo, and everyone cares about the history behind the ruins. That's why Alidoro has the reputation he does. The quality of his information and the condition of the antiquities are on another level. I know there are rumors about Alidoro lately, but I know jealousy when I hear it. The rumors? Well, for starters, they're nonsense. Alidoro is the last person you'd suspect of crimes like fraud and theft and assault. It's crazy. I've even seen a wanted poster of him. Those alchemists must be behind it. Those guys act like they own the ruins, and they don't want treasure hunters to earn an honest living. I mean, come on. We're talking about the Alidoro who saved all those lives in the workshop tower rubble. So, no, I don't believe a word of it. Ugh, would you get a load of this? I grabbed it as a souvenir, but it's just malicious propaganda. You take it. Life is short, and life in Krot is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. My treasure? Well, this is what I've got so far. It's a cryptic vessel, a sort of cipher device, but I don't know how it works. I don't want to throw it away. I think it's a clue to some stolen goods. I found it between the corpses of two thieves who died fighting over it. You know what they say, no honor among thieves. But I can't make heads or tails of it. If you want it, it's yours. Life is short, and life... All I can do is keep plugging... Wir reisen zurück ins Hotel Krot. Dabei werde ich die Gelegenheit gleich nutzen und den Pandemonium auf Stufe 2 updaten, denn wir haben ja jetzt wieder 2 Legion-Kaliber zur Verfügung. Ich habe mich dafür entschieden, den Pandemonium als nächstes aufzuleveln, damit wir auch eine Säurewaffe besitzen, falls wir diese denn benötigen.
und der ist auch nicht ganz so schwer wie zum Beispiel die Falkenaugen oder der Aegis. Dann geben wir Venini das kryptische Gefäß, um eine weitere Beschreibung zu erhalten und anschließend dorthin zu gehen, um einen weiteren Schatz zu loot. Wir reisen zurück zum Pfad des Pilgers und dort werden wir auf eine kuriose Gestalt treffen, welche doch sehr an Patches von den Souls Games erinnert. Denn auch er wird uns in eine Falle locken. Anschließend können wir dann die Kiste looten und erhalten das Lebensamulett plus 1, also gleich wie das Lebensamulett, das wir bereits haben, einfach etwas stärker und einen weiteren Legion-Kaliber. How did you find this place? They sent you, didn't they? Those guys blabber about loyalty, but when the chips are down, they'll stab each other in the back. I don't know what's inside, and I don't really care. Take it with you and hurry. Never gets old.
Ja, meine Lieben, nun ist es soweit. Der nächste große Bosskampf erwartet uns. Auch meiner Meinung nach wieder ein etwas schwierigeres Kaliber, weshalb ich euch empfehlen möchte, zuerst etwas farmen zu gehen. Ich habe euch ja mal eine Farming-Meile gezeigt bei den Lorenzini-Arkaden. Dort befinden sich zwei riesige Kadaverbrocken und wenn ihr diese abfarmt, dann solltet ihr in circa 30 Minütchen um die 30.000 Ergos zusammen haben. Vorausgesetzt, ihr rüstet das Jägeramulett aus, welches dafür sorgt, dass wir ein bisschen mehr Ergos erhalten. Und auch vorausgesetzt, dass ihr die zwei entsprechenden Attribute beim Pi-Organ aktiviert habt, welche ebenfalls dafür sorgen, dass wir etwas mehr Ergos erhalten. Ich möchte euch empfehlen, für diesen Zweck das knochenschneidende Sägeblatt auszurüsten und dann werde ich euch gleich mal den letzten Run zeigen. Nun reisen wir zurück ins Hotel Krat und können die Ergos dafür verwenden, uns nochmal ein bisschen aufzuleveln. Ja, dann befinden wir uns auf Level 69, also kurz vor 70 und ich denke, das ist ein ganz guter Bereich, um dann anschließend in das nächste Kapitel 9 zu starten. Auch möchte ich euch empfehlen, die Waffe eurer Wahl mindestens auf Stufe 8 aufzuleveln für diesen Kampf.
Dann wird es Zeit, mal wieder die Goldmützenfrüchte abernten zu gehen und entsprechend neue Wunschsteine zu kaufen. Ich habe mich da zuerst für den Provokationswunschstein entschieden, weil ich einfach mal etwas Neues ausprobieren wollte, werde dann aber später doch wieder auf den altbewährten Freundschaftswunschstein wechseln. Dann reisen wir nochmal kurz zurück ins Malum-Distrikt zum Verkäufer, um uns dort mit den entsprechenden Wurfobjekten auszurüsten. Ich kann euch auf jeden Fall auch wieder die Sägeblätter sowie die Wurfkugeln, die Wurfzellen, aber vor allem die Termiten empfehlen, denn der nächste Boss ist sehr empfindlich auf Feuerschaden. Nun ist es soweit. Wir reisen zurück zur kahlen Sumpfbrücke, um uns dem nächsten Big Boss zu stellen. Das grüne Sumpfmonster. Eine ziemlich harte Nuss, wie ich finde, hat auch wieder zwei Lebensbalken zur Verfügung und reagiert, wie schon erwähnt, empfindlich auf Feuerschaden. Er kämpft mit Zerstörung, das heißt, ihr müsst eure Waffe immer ein bisschen im Blick behalten und gegebenenfalls schleifen. Dann kann ich euch auch wärmstens die Puppenschnur als Legionswaffe empfehlen, solltet ihr diese auch bis Max aufgelevelt haben und euch dann aber den Kettenangriff für die zweite Phase aufzusparen. Dasselbe gilt für die Wurfobjekte. Spart euch diese für die zweite Kampfphase auf, um ihm damit am Ende den Rest zu geben. Denkt auch daran, den Flammeschleifstein auszurüsten. Nach mehreren erfolglosen Versuchen bin ich kurz ins Hotel Grad zurückgereist und habe mich dazu entschieden, das Krummschwert der Tänzerin ebenfalls auf Stufe 8 aufzuleveln und dieses stattdessen zu verwenden. Ja, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass in der zweiten Kampfphase mit dem Salamanderdolch nicht sonderlich viel Schaden angerichtet werden konnte. Ja, und beim nächsten Versuch war das grüne Übel dann auch schon beseitigt. Ich kann euch also das Krummschwert der Tänzerin wärmstens empfehlen.
my hands. I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Ich werde versuchen, euch noch weitere Tipps mitzugeben, obwohl das nicht gerade mein schönster Kampf war, denn ich habe ein paar Ausweichmanöver falsch getimt. Aber wie sagt man so schön, alle Wege führen nach Rom. Zu Beginn des Kampfes gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es springt auf euch los, dann könnt ihr das eigentlich ganz gut parieren, indem ihr im letzten Moment blockt, oder es gräbt sich unten durch. In diesem Fall macht ihr im letzten Moment eine Vorwärtsrolle gegen das Monster und erhaltet somit auch keinen Schaden. Versucht immer in der Nähe des Monsters zu bleiben und wenn er euch attackiert, nach links oder gegen ihn zu dodgen, aber nicht von ihm weg. Denn auch wenn man das instinktiv ganz gerne macht, ist es bei diesem Boss nicht ratsam, weil er euch sonst erwischen wird. Auch wenn er in der zweiten Kampfphase auf euch losspringt und seine Jump-Attacken macht, dann springt immer in seine Richtung. Ja, meine Lieben, verzagt nicht, wenn ihr ihn nicht gleich beim ersten Versuch schafft. Er ist ein harter Brocken und ja, vermutlich werdet ihr ein paar Versuche brauchen, bis ihr sein Moveset kennenlernt und entsprechend kontern könnt. Zurück im Hotel Grad, geht zu Alidoro. Überreicht ihm das Fahndungsplakat und geht anschließend mit ihm den ganzen Dialog durch. Dann könnt ihr die Bosswaffe bei ihm kaufen, das Zweidrachenschwert. Eine ziemlich coole Waffe, wie ich finde. Skaliert auch besonders gut mit Technik und möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. Anschließend sprechen wir noch mit Venini, auch mit ihm geht wieder den ganzen Dialog durch und dann erhaltet ihr die goldene Bleisäurebatterie und den Hinweis, dass wir noch mit Antonia sprechen sollen. Das machen wir dann auch gleich, um weitere Hinweise zum Alchemistenversteck zu erhalten. Meine Lieben, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Teil. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt so verrückt, wie ihr seid und hoffentlich bis zum nächsten Mal.